So, und da sind wir wieder bei Cyberpunk 2077. Ja, letzte Folge ist nicht so viel passiert. Unser zweites Ich wollte uns ein bisschen ärgern, wollte uns zum Kippen kaufen zwingen und so. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich alles gesehen, ne? So, und ich habe am Ende der letzten Folge gesehen, dass Jackies Mutti uns geschrieben hat. Da müsste ich mal nachgucken, ganz kleinen Moment. Atmos Kollektiv. Nee, die wollte ich nicht anrufen. Nachricht öffnen. Wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird, fällt ein wahres Ich dem Kapitalismus zum Opfer. Aha, Wahnsinn. Wie? Wie, wir müssen reden. Bitte geh ran. Ja, um einmal Wells kümmern wir uns. Ich rufe dich zurück. Wir wollten zwar die andere Mission machen, aber... Ich wollte dir mein Beileid aussprechen. Dein Beileid aussprechen? Presso, Christopi. Du hast bei mir gewohnt. Hab wenigstens den Anstand, mich nicht wie eine Fremde zu behandeln. Hör zu, ich wollte dich hier anrufen. Ich mache eine Offrende für Giacchino. Ohne wäre es kein guter Abschied. Die Zeremonie findet im Coyote Cojo statt. Seine Freunde werden auch da sein. Ich komm vorbei. Schöne Idee, Mama Wells. Ich komm vorbei. Daran habe ich nie gezweifelt. Ey! Ach nee, hier ist rot. Wieso ist hier Fußgängerübergang und rot? Mach das nicht nach, Kines. Ich hab so krass Kopfschmerz. So. Wie, mein Lieblingssöldner. Ich habe einen Galena zu verkaufen. Hat noch nicht viele Kilometer auf dem Buckel. Der vorherige Besitzer hatte panische Angst davor, aus dem Haus zu gehen und von ihnen erschossen zu werden. Also stand der arme Wagen 10 Jahre lang in der Garage. Aber man kann dem Schicksal nicht entkommen, nicht wahr? Eines Tages flog ein Querschläger durch das Fenster und traf den Besitzer. Die Moral von der Geschichte ist, dass man sein verficktes Leben einfach so leben muss. Also sei kein Geizhals, pack deinen Credchip aus und schnapp dir diesen Wagen. Nö. Hab doch einen Töff. Nur die Jungs. Ja, wir schaffen das. Keine Sorge. Ja, die schaffen das. Fahrzeuge kaufen. Ein Fixer hat gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, erscheint eine Markierung auf deiner Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zum angegebenen Ort und bestätige den Kauf. Nö. Was denn nun wieder? Was denn? Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin hier nur durchgegangen. Guck mich nicht so an. Ich hier nicht, richtig? Hä? Hey. Stehst du etwa auf die? Nee, in der Vorne. Ja. Hier ist die
Sind meine Mission jetzt hier rum? So, was ist denn hier? So, gehen wir mal zu Vic. Hast du die Karten von Jackie, oder? Jackie hat dir diese Karten gegeben, oder? Er hatte mich gebeten, ihm beim Aussuchen zu helfen. Mhm. Er hat die richtige Wahl getroffen. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Satz. Wir könnten dir deine legen, wenn du willst. Klar, warum nicht? Klar. Warum eigentlich nicht? Denk an kürzliche Ereignisse. Denna, das bist wohl du. Wow. Danke. Denna symbolisiert den Anfang einer Reise. Wenn du vor Begeisterung strotzt und dir deines Könns und der Gefahren vor dir nicht bewusst bist. Das Rad des Schicksals. Die Gefahr ist größer, als du denkst. Sie kommt plötzlich, ohne Vorwarnung. Ein Konflikt ist unvermeidbar. Der umgekehrte Wagen offenbart, dass solche Gefahr mit deiner Liebe zum Risiko zusammenhängt. Ziehe nicht zu hoch, wie... Der Magier. Interessant. Du könntest jemand Faszinierendes, Charismatisches treffen. Jemanden, den du vielleicht sogar lieben lernst. Schwer zu sagen. Ja, okay. Wie läuft das Geschäft? Misty. Du bist seit 2 Tagen der Erste hier. Und vor 2 Tagen war es ein Pizzabote, der sich verlaufen hatte. Die Leute in dieser Stadt haben ihren spirituellen Sinn verloren. Aber naja, ich bin hier, um ihnen zu helfen. Nicht andersrum. Ja, okay, ich gehe da mal weiter, ne? Wo ist der Doc? Nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an, die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Habe ich nicht genug Geld, um ihn zu bezahlen? Nö. Ja, okay, dann machen wir das von anders. Tschüss, Doc. Wo sind die Mizi-Katzi? Habt ihr die Katze weggemacht? Ist aber nicht nett. So, haben wir hier sonst noch was in der Nähe? Ne, Fahrzeug kaufen will ich jetzt nicht. Na gut, dann treffe ich mich doch mit Takemura. Gucken die mich denn immer alle so an? Obwohl, weil ich immer noch der Killer von Saburo bin. Wahrscheinlich. Ach, da sitzt er ja. Bitte. Danke. Du siehst besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Warum hast du mir geholfen? Warum hast du mir überhaupt geholfen?
Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Geht es um den Biochip? Geht's um den Biochip? Sind wir deshalb hier? Hab gehört, dass er irreparabel beschädigt wurde. Jeder Versuch, ihn zu entfernen, wäre tödlich für dich. Vic plaudert wohl gerne. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Was willst du? Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorinobu Arasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit dir reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Du hast deine Frage selbst beantwortet. Dann hast du deine Frage selbst beantwortet. Sie ist nicht mehr hier. Warum glaubst du, dass sie dir mit dem Chip hätte helfen können? Hilft dir ein anderer Konzern? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Evelyn wusste viel über den Relic. Darunter massig vertrauliche Informationen. Sie war schwer zu durchschauen, hatte aber diese Durchtriebenheit von Konzernagenten. Du weißt schon. Würdest du mich auch als durchtrieben bezeichnen? Hey, du wurdest rausgeschmissen zu den anderen Außenseitern. Schon vergessen? Ich würde mich jetzt um mein eigenes Leben kümmern, also... Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Ich sollte dann los. Hey, warte. Ich brauche dich. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit in Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einem Söldner? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Ich soll Yorinobu vor Arasakas Führungsregie beschuldigen. Also was? Wir spazieren einfach ins Arasaka-Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten, wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Was für Leute meinst du? Und was für Leute meinst du genau? Leute, denen Arasaka wichtig ist. Denen das sichere Wachstum des Konzerns am Herzen liegt. Du meinst Leute wie Anders Hellmann? Du meinst Leute wie Anders Hellmann? Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten. Was ist da los? Hanako-san, why dete koai des? Kochira-ko-san. Nun, Hanako-san, zunächst würde ich gern von ihm wissen... Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze, niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Oh Mann, ey. Ja, das ist cool mit diesen Interaktionen und so.
Wir sollten nicht auffallen. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung. Ein dummer Reflex. Brauche Bedenkzeit. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken. Aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen. Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Experten helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Werde mein Glück mit... Nee, besser meins. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst seine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch, wie vom Erdboden verschluckt. Du weißt mehr, als ich dachte. Da war aber jemand fleißig die letzten Tage. Solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Warum hast du Hellmann gesucht? Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Weil sie dich für einen Konzern erhielt? Weil sie dich für einen Konzern erhielt? Sie hielt mich für Saburosans Mörder. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Oh. Ich werde mein Glück bei Evelyn Parker versuchen. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Helmer. Wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind, zuzuhören, rufe ich dich an. Mhm. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Hey Johnny! Stepper, Packung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Sind wir jetzt Freunde? Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht, ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerung. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Du, mir helfen? Ich bitte dich. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau.
Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich habe deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Es gibt kein Uns. Es gibt kein Uns. Geh doch meinen Chicken Hut auf. Ruf Judy an. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Weil wir sind schon wieder bei der Zeit, ne? Ja? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!